Hi, ich bin Leila. Heute zeige ich dir, wie du den perfekten Planer findest, der genau zu dir passt. Das geht ganz einfach mit dem Book-by-Book-System. Als erstes musst du dich für dein Format entscheiden. Es gibt A4, wo du einfach richtig viel Platz hast zum Schreiben. Dann gibt es A5 quer, was man sich sehr gut vor die Tastatur legen kann. Sehr praktisch ist das Format A6, was du dir toll in die Tasche machen kannst. Noch besser für kleine Taschen ist das Format A7. Als letztes haben wir das Format A5, was einfach super ist zum Schreiben, auch sehr praktisch für in die Tasche zu machen. Deswegen perfekt für mich. Und genau für dieses Format habe ich mich auch entschieden, aber in der Farbe Grün, weil es einfach meine absolute Lieblingsfarbe ist. Dann muss ich natürlich auch für das Material deiner Hülle entscheiden. Zum einen gibt es das rein pflanzlich gegerbte Leder. Dann gibt es noch ein veganes Material. Ich habe mich ja für das recycelte Leder entschieden. Alle Hüllen gibt es natürlich in verschiedenen Farben und Ausführungen. Im nächsten Schritt kannst du dir dann einen Kalender auswählen. Es gibt einmal den Kalender Kreativgefühl, dann den Wochenkalender quer, den Wochenkalender links und den Wochenkalender Klassik, für den ich mich entschieden habe. Darüber hinaus gibt es auch noch viele weitere Kalendarien. Für den Jahresüberblick kannst du dich zwischen verschiedenen Monatskalendern entscheiden. Einmal zwischen dem Monatskalender Block und dem Monatskalender Classic. Ich persönlich habe mich aber für den Faltplaner entschieden. Die nächste Frage, die sich natürlich stellt, wie soll deine Lineatur von deinen Notizen aussehen? Du hast die Wahl zwischen kariert, gepunktet, liniert oder wie ich es am liebsten mag, blanco. Da kann ich einfach ganz frei sein. Was ich dir gerne noch zeigen möchte, ist das Telefonregister. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich das überhaupt benutzen soll, bin aber dann doch ganz froh, dass ich mich auch fürs Telefonregister entschieden habe. Hier kann ich einfach schnell auch mal eine Adresse oder eine Telefonnummer eintragen oder auch Keywords, die natürlich aber auch verschlüsselt. Wichtig ist natürlich auch eine Stiftschlaufe. Hier hast du die Auswahl zwischen verschiedenen Farben. Ich persönlich habe mich jetzt für Pink entschieden. Die Stiftschlaufe klebe ich links, weil sie mich sonst rechts beim Schreiben stört. Du hast ebenfalls eine große Auswahl zwischen den ganzen Buchbändern. Ich persönlich habe mich natürlich auch passend zu der Stiftschlaufe für Pink entschieden. Die Doppeltasche darf natürlich auch nicht fehlen. Die legst du um ein Heft herum. Ich persönlich mag es ganz gerne, um Belege reinzumachen oder auch Visitenkarten. Du hast auch eine große Auswahl an Farben von den Elastics. Ich persönlich habe mich jetzt aber für Schwarz entschieden, weil es mir sonst einfach ein bisschen zu bunt wird. Zu guter Letzt darf natürlich ein Stift nicht fehlen. Ich persönlich habe mich jetzt für Grün entschieden, weil es einfach perfekt zu meiner Hülle passt. So, damit bin ich jetzt gut aufgestellt und das neue Jahr kann kommen. Wie ich jetzt genau damit umgehe und was ich genau reinschreibe und wohin, das erfährst du in einem anderen Video.